Meine sehr geehrten Damen und Herren, es folgt mit dem Klingelton Statzendorfer Trommelzeit. In der weiten Welt. Heute nicht Terrasse, sondern Bahnhofstraße, Statzendorf, Zentrum der Welt. Es ist ein bisschen außerhalb vom Zentrum, weil wir kuffern, sind 3 Kilometer weg. Also ganz wenig vom Zentrum der Welt weg, sind wir heute in unserem Zentrum, im Schwingungskonzentrum. Und weil wir heute schon fleißig gearbeitet haben, haben wir gesagt, wir werden gleich da trommeln, weil der Roland den ganzen Tag gemischt hat und ich habe da Trommeln bestimmt und Trommeln herkriegt und angestaubt und wieder mal alles aktiviert. Und genau, 116. Tag, meine Lieben, 116. Tag am 28. April. Also wir haben jetzt nur, morgen ist Donnerstag, 117. Am Freitag müssen wir euch leider enttäuschen, da ist eine Pause. 17, 18, ich glaube es werden 119 Tage werden bis Sonntag, ja, wenn ich mich jetzt richtig gezählt habe. Ja, was hat es sonst noch gegeben? In der Früh war gleich ganz eine tolle Geschichte. Ihr wisst ja, wir haben eine neue Kugel gekriegt und da hat der Kühlschrank gefüllt und der sitzt auch da. Also wir haben jetzt den Kühlschrank, wir können das Bier einkühlen, das der Roland immer trinkt. Heute hat er, glaube ich, gar keins, ist sicher keins. Ja, im Zentrum bei der Arbeit eher nicht. Ja, sonst, was gibt es sonst noch zum Erzählen? Wir sind in der Vorbereitung, wenn es wieder so offen wird, wenn wieder alles offen ist, dann dass alles putzt ist und alles schön ist und ihr zu uns kommen könnt. Genau. So, wo ist der Schnegel? Also, Süße macht es jetzt selber. Da, 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 da. Das ist unser Schnegel, unser Werbeschnegel. So, meine Lieben. Roland, bitte vor die Kamera. Also, du hast mir gar nicht so richtig angemeldet. Ach so? Mein geliebter Mann, der Roland, wird euch heute wieder einen guten Duft vorreichen. Ein herzliches Grüß Gott miteinander. Die Süße hat heute alles schon erzählt, was ich gemacht habe. Darum hat sie mir heute den Text einfach genommen. Und ja, ich darf sagen, wir kommen gleich zum Räuchern. Heute habe ich euch vorbereitet, ich habe euch vorgestellt, das Harz, die Myrrhe. Ja? Haben wir gestern gesagt, weiblich minus erdend magnetisch. Heute habe ich Weihrauch. Das ist genau das Gegenteil. Das ist das Männliche, ja, das Verstärkende, das Gebende, das Männliche plus. Weihrauch grundsätzlich kommt vom afrikanischen, arabischen Bereich. Wenn man sich so die Karten vorstellt, so Afrika so runter. Dann haben wir Afrika-Arabischer Bereich, der Jemen, Golf von Aden bis rüber Oman. Also das nennt man den Weihrauchgürtel und dort steht auch der Weihrauchbaum, der dieses wundervolle Harz gibt. Weihrauch selbst ist, wie schon gesagt, männlich und ist weltweit das meist verräucherte Harz für Spiritualität. Ja? Wird natürlich auch in unseren Breiten in der Kirche verräuchert. Ob man es noch weiß, weiß ich nicht. Aber Weihrauch öffnet unser Kopfenergiefeld. Das heißt, es macht nach oben hinauf und in der Kirche ideal, weil da will man es ja mit dem Göttlichen verbinden. Grobstofflich ist der Weihrauch stark desinfizierend, wundheilend natürlich. Ja, es gibt Weihrauchkapseln, es gibt Weihrauchsalben. Alles Mögliche wird aus Weihrauch gemacht und auch wieder in der Lackindustrie ist auch beheimatet. So, was habe ich heute da für einen Weihrauch? Ich habe da Weihrauch Oman. Das heißt so landkartenmäßig, so Arabien, da rauf, so gegenüber von Indien da in etwa. Ja, von Duft her unterscheidet sich natürlich der Weihrauch. Grundsätzlich ist er gleich, aber in den Nuancen schon unterschiedlich. Das heißt, es gibt Weihrauch, die riechen sehr hell, zitronig, erfrischend, bis schwer, süße, schwere, ja, hat eine ganz eine große Bandbreite. Mein Oman ist so frisch, zart, süßlich, ja, kann man sich das vorstellen?
Ich will halt nicht so viel auflegen, weil normalerweise sind wir im Freien. Und heute sind wir im Innenraum und somit will ich ein bisschen zurückholen. Schaukeln tut halt auch nichts, steht alles. Heute schaukeln wir. Wir sitzen jetzt, das ist ja. Das ist ja alles sensationell. Yes! Ihr wisst ja jeden Tag was zu tun, was ihr noch nie gemacht habt. Und wir haben heute unser Live-Video sitzen. Das haben wir noch nie gehabt, oder? Haben wir schon mal gesessen? Nein, bei denen jetzt nicht. Aber vorgegangen. Bei den ersten Jahren ganz sicher. So, alles dann. Unser Weihrauch-Oman unterstützt unseren heutigen Rhythmus, der wie folgt lautet. Herzrhythmus. Ich spiele heute auf einem Wildschwein. Sehr erdiges Wesen. Und mein Süßer spielt auf einen Dachs. Auch sehr erdig. Ganz neu. Also das Dachs habe ich nicht so viel. Das heißt, das ist eine seltene Trommel. Ist los? Yes, I'm ready. Das ist jetzt so schön aufgestiegen. Und wenn ihr da schaut, vielleicht noch ganz kurz Werbung für. Das sieht man nicht von lauter Rauch. Ich sage euch, hinterm Rauch stehen die neuen Essenzen, die Energiesprays vom Roland. Wunderbar aufgestellt. Vielleicht seht ihr es ein bisschen durch den Rauch. So, meine Lieben. So. Locker bleiben, aber nicht locker lassen, wisst ihr. Raumsfreie Zonen erschaffen. Glücklich sein, die Sonne genießen heute. Ich schaue beim Fenster aus, das ist draußen sehr schön heute. Und ich freue mich schon auf morgen, wo wir uns wieder auf der Terrasse sehen. Um 18 Uhr und bis dorthin, Bussel an die ganze Welt. Grüß euch!